betrachte tiefgreifende Veränderungen für die globale Wirtschaft. Tech-Unternehmen gehören allerdings seit Jahren zu den Renditebringern auf den globalen Aktienmärkten. Mittlerweile sind das Internet und daraus entstandene Technologieunternehmen ein großer Bestandteil unserer Zeit. Dieser Markt besitzt ein hohes Wertsteigerungspotenzial. Da das Internetumfeld sehr dynamisch ist, kann es aber für Marktteilnehmer zu einer Herausforderung werden, die unterschiedlichen Qualitäten der Unternehmen und die Weiterentwicklung der Märkte einzuschätzen. Welche Sektoren jetzt interessant sein könnten und wo Wachstumschancen bestehen, klären wir in unserem heutigen Finanzen-Netzseminar zum Wochenbeginn. Ein Experte gibt Ihnen Einblicke in seine Anlagestrategie und zeigt Ihnen, wie Sie auf die nächsten großen Gewinner der Internetwirtschaft setzen können. Einen wunderschönen guten Abend und ein herzliches Willkommen. Mein Name ist Joy Jakob. Ich werde heute Ihre Moderatorin sein und ich freue mich sehr, Sie zu diesem Expertenseminar begrüßen zu dürfen. Und damit schließe ich auch gleich unseren Experten mit ein. Ich freue mich, Jan Beckers von Bit Capital begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen zu Finanzen Net am Montagabend. Ja, hallo zusammen. Ich freue mich auch, hier zu sein. Bevor es losgeht, möchte ich Ihnen, liebe Seminarteilnehmer, noch folgenden Hinweis geben. Bei Fragen oder Verständnisproblemen können Sie uns gerne während des gesamten Seminars über die Chatfunktion kontaktieren. Eventuell werde ich einige Ihrer Fragen direkt aufgreifen und an unseren Experten weiterleiten. Am Ende der Veranstaltung möchten wir in einer Fragerunde aber noch alle offen gebliebenen Fragen klären. Und dann möchte ich auch gar nicht länger warten und Ihnen die Moderatorenrechte übergeben. Herr Beckers, wären Sie soweit? Ja, wunderbar. Moment, ich gehe in die Präsentation. Ja, wunderbar. Lass uns starten. Sehr gerne. Dann sollten Sie jetzt die Meldung erhalten. Ja. Und dann dürfen Sie jetzt auch einsteigen. Wir sehen Ihren Bildschirm. Wunderbar. Ja, hallo zusammen. Es freut mich heute an der Stelle. Jetzt haben Sie die Übertragung gerade wieder beendet? Entschuldigung, dass ich unterbreche. Einen Augenblick. Jetzt sehen wir sie wieder. So, muss ich nur noch Ihr Fenster zur Seite schieben? Super, dann freue ich mich, dass wir heute Abend über das Investieren in Tech-Gewinner sprechen. Ich habe ein paar Folien mitgebracht, durch die wir einmal durchgehen werden. Und im Anschluss bleibt dann sicherlich noch viel Zeit für Question and Answering. Ich starte einfach mal mit einer kurzen persönlichen Vorstellung. Jan Beckers, geboren 1983 in Münster. Ich habe mich früh schon fürs Investieren interessiert, habe meine Eltern, als ich 15 Jahre alt war, überredet, dass sie meine Führerscheinersparnisse unbedingt in die Aktie von Electronic Arts investieren. Und ja, seit dem Tag investiere ich in Aktien. Bin dann Internetunternehmer geworden, habe eine Reihe von Unternehmen, unter anderem auch sehr viel Fintech, aus Berlin heraus erfolgreich gestartet, wurde dafür auch von Ernst & Young als Deutschlands Unternehmer des Jahres ausgezeichnet und ja, habe meine Leidenschaft zum Investieren auch in privaten Märkten ausgeübt, habe beispielsweise bei Delivery Hero in der Seed-Runde investiert und bei vielen anderen spannenden Unternehmen. Und in den letzten Jahren habe ich auch schwerpunktmäßig sehr aktiv in den Kryptomarkt investiert. Und ansonsten gilt mein Fokus Bit Capital. Bit Capital habe ich vor 3 Jahren gegründet. Es ist ein Asset Manager, der weltweit in technologieorientierte Aktien investiert. Wir haben aktuell 1,2 Milliarden AUM. Ein Team, was, ich sag mal, stetig wächst, inzwischen etwas mehr als 20 Mitarbeiter sind. Und ich denke, das Wichtigste aber auch natürlich für Sie als Anleger ist, dass letzten Endes alle Fonds, die wir aufgelegt haben, stark performt haben und durch unseren aktiven Ansatz weit vor Benchmarks oder Indizes liegen.
Und wir denken, das liegt vor allen Dingen an der Kombination von Fundamental-Investment-Ansätzen, die wir mit Daten und selbstentwickelten Algorithmen an der Stelle noch performanter machen. Und genau, und wir selber als Manager dieses Fonds sind auch sehr stark mit Ihnen, unseren Anlegern, investiert. Das finden wir auch persönlich extrem wichtig, weil nur dann sind wir aligned und nur dann, finde ich, können wir auch glaubwürdig auftreten, wenn wir selber in unsere eigenen Fonds investiert sind. Basis all dessen, was wir tun, ist der große Glaube daran, dass uns eine noch viel mehr technologieorientierte Zukunft bevorsteht und dass man als Anleger davon profitiert, frühzeitig in diese neuen Industrien zu investieren. Die wichtigste Technologie der vergangenen Jahre und ich sag mal auch der kommenden Jahre war sicherlich die Erfindung des Internets. Nun haben wir das Internet schon sehr lange und trotzdem gibt es immer noch 3 Milliarden weitere Menschen, die nicht mit schnellem Internet verbunden sind, aber wahrscheinlich in den nächsten Jahren zunehmend mit dem Internet connecten. Vor allen Dingen gibt es weit, weit viele Nutzer, die zwar jetzt schon connected sind, die aber noch gerade vielleicht im Zuge der Corona-Krise erst angefangen haben, online erst viel Geld auszunehmen. All dies führt zu einem exponentiellen Datenwachstum, nicht zuletzt auch, weil inzwischen Maschinen und andere Elektrogeräte alle sich mit dem Internet verbinden. Und diese Zunahme an Daten wiederum führt zu neuen Geschäftsmodellen, nicht zuletzt auch zu neuen Innovationen, wie beispielsweise der Blockchain und den damit verbundenen Kryptonetzwerken. Insgesamt befruchten sich diese unterschiedlichen Technologien und sorgen für viele Möglichkeiten zu investieren und hierdurch Geld zu vervielfachen. Und genau an diesen Schnittstellen zwischen eben Technologie und der Einschätzung, welche Unternehmen sich hier durchsetzen, fühlen wir uns als Bit Capital besonders gut positioniert, weil wir fokussiert uns nur technologieorientierte Geschäftsmodelle anschauen. Wenn man sich den Markt weltweit anguckt, gibt es inzwischen mehr als 1000 Unternehmen, die für uns potenziell investierbar sind. Letztlich investieren wir aber nur in einen kleinen Teil dieser Unternehmen. Nur ein kleiner Teil von ihnen verdient aus unserer Sicht ein Investment. Das Schwierige daran ist jedoch, dass man nicht einfach jetzt nur anhand irgendwelcher Finanzkennzahlen wirklich die Spreu vom Weizen an der Stelle trennen kann. Letzten Endes ist es entscheidend, einen möglichst umfassenden Blick auf die Unternehmen zu werfen, in die man investieren will. Letzten Endes ist es immer eine Kombination aus finanzieller Analyse, aus einem Verständnis der Geschäftsmodelle und Technologien, und einer genauen Beobachtung des Managements und der Handlungen der Unternehmen, um dann zu entscheiden, auf wen wir setzen. Und das jedoch dann global, weil wenn wir jetzt nur auf Tech-Gewinner aus Deutschland setzen würden oder auch nur aus Europa, dann wären einfach, ich sag mal, einerseits unser Blick sehr eingeschränkt. Und andererseits wäre letzten Endes das Investment-Universum zu klein und nicht spannend genug. Deswegen halten wir den Blick auf die ganze Welt für spannend und lernen immer wieder viel, wenn wir uns Unternehmen aus China näher angucken, aus Russland, aus Lateinamerika und Amerika. Ganz selten, aber vielleicht in Zukunft auch zunehmend auch nochmal aus Afrika. Wir haben für uns ein Setup geschaffen, was uns hilft, die Gewinner frühzeitig zu erkennen. Und das ist letzten Endes die Kombination aus ganz klassischer Finanzexpertise. Ich als Investor habe quasi angefangen, zu investieren auf Basis der ganzen alten Value Investing Schule und habe die aber natürlich für mich im Laufe der Zeit deutlich modernisiert und deutlich weiterentwickelt, um sie anwendbar zu machen auf neue Technologien und dynamische Unternehmen. Letzten Endes bedarf es einer großen Expertise für neue Technologien, insbesondere aber nicht ausschließlich der Digitalexpertise, um die dynamischen Entwicklungen dort einschätzen zu können, weil die wirklich spannenden
Themen werden sich zunächst in digitalen Spuren äußern und erst später dann in den Geschäftskennzahlen der Unternehmen. In der Auswertung all dieser Vorgehensweisen, all dieser Spuren hilft uns unsere Datenexpertise, die wir uns als Internetunternehmer nicht zuletzt im sehr datenintensiven Advertising-Geschäft erworben haben. Und so nutzen wir bei BitCapital nicht nur eine Vielzahl interessanter Daten, die wir selber gewinnen, sondern auch interessante Algorithmen bis hin zu Machine Learning, um unsere Investmententscheidungen zu unterstützen. Wir schauen dabei einerseits auf ganz klassische Kennzahlen, wie es vielleicht auch ein Warren Buffett machen würde. Und dann versuchen wir aber diesen Blick unter dem Eisberg zu verstärken. Und dort finden wir in der Regel die wirklich interessanten Informationen, die nicht bereits vielfach vom Markt ausgebeutet wurden. Wir schauen uns beispielsweise das Online-Marketing von Unternehmen an. Wir analysieren die Marktdynamiken, bestimmte Netzwerkeffekte und deren Stärke. Und wir suchen uns allerlei interessante Daten zusammen, die uns frühzeitig Auskünfte geben, wie Unternehmen sich entwickeln und die uns insofern in die Lage versetzen, mit unserem aktiven Investmentansatz immer dort dabei zu sein, wo gerade spannende Sachen passieren und die uns häufig in die Lage versetzen, Unternehmen, die gerade eine negative Entwicklung vor sich haben, auszuschließen. Aktuell haben wir drei Fonds, in die man auch als Endanleger investieren kann. Einerseits ist es der Global Leaders Fonds, mit dem wir weltweit in alle möglichen Technologiegewinner investieren und der zudem auch offen dafür ist, in die besonders zukunftsträchtigen Incumbents zu investieren. Das heißt Unternehmen, die vielleicht schon lange ihre Branchen dominiert haben, aber die es geschafft haben, nicht in den technologischen Rückstand zu fallen, sondern die einfach agil geblieben sind und denen wir zutrauen, dass sie auch in Zukunft Gewinner des technologischen Wandels sind. Dann setzen wir mit unserem ersten Fonds, den wir aufgelegt haben, speziell auf die globalen Internetgewinner, also die Gewinner der fortschreitenden Digitalisierung aller Industrien. Das ist der Global Internet Leaders Fonds. Und dann unser neuester Fonds, auf den wir uns ganz besonders freuen und der auch schon einen sehr schönen Start hatte im letzten Monat, ist der Global Fintech Leaders Fonds, mit dem wir ausschließlich in die Gewinner von neuer Finanztechnologie investieren. Und wir glauben, dies ist einer der besonders spannenden Subsektoren der Digitalisierung. Nicht zuletzt kann man auch sagen, die starke Performance, die wir im Q1 mit unseren beiden anderen Fonds gezeigt haben, ist auch dadurch zustande gekommen, dass wir dort auch schon stark auf Fintech-Gewinner gesetzt haben. Ich glaube, 4 der besten 5 Unternehmen in Q1 in unserem Portfolio waren schon Fintech-Unternehmen. Und konsequenterweise haben wir mit dem Global Fintech Leaders Fonds nun einen Fonds gelauncht, der ausschließlich in diese investiert. Dann können einmal noch mal kurz durch die einzelnen Fonds hier an dieser Stelle durchgehen. Das ist beispielsweise der Global Internet Leaders Fonds, den es in 2 Varianten gibt, die beide in den letzten Jahren seit Auflage, den einen gibt es seit 3 Jahren, den anderen gibt es seit etwas mehr als 2 Jahren, ganz hervorragend performt haben mit über 500 und über 370% Performance. Aus diesem Fonds investieren wir beispielsweise in E-Commerce-Unternehmen, haben mit C-Limited ganz früh einen der großen Gewinner gefunden, der Südostasien dominiert. Und das Spannende an diesem Unternehmen ist, dass es eigentlich mal als Games-Unternehmen gestartet ist, dort sehr erfolgreich war, auch sehr profitabel, diese profitablen Gewinne dann genutzt hat, um die inzwischen erfolgreichste E-Commerce-Plattform Südostasiens aufzubauen. Und das wiederum, diese starke Marktposition wird nun genutzt, um on top dazu noch Fintech aufzubauen. Das heißt, man kann ein bisschen sagen, in Südostasien und auch in zunehmend einigen anderen Märkten hat C-Limited sich ein bisschen entwickelt als die beste Kombination
aus Tencent und Alibaba. Wir investieren mit dem Fonds aber auch in Subscription-Geschäftsmodelle, haben beispielsweise immer mal wieder mit HelloFresh gutes Geld verdient, insbesondere auch zu Zeiten der frühen Pandemie, als alle Welt gerade sich neu mit Lebensmitteln eindecken wollte. Und als wir letztes Jahr gesehen haben, das, ich sag mal, ist jetzt ein Trend, der natürlich ganz stark durch den Lockdown begünstigt wird, sind wir dort, ich sag mal, in die Position, die wir hatten, haben wir noch stark ausgebaut, haben dann aber auch später immer mal wieder zugegriffen, wenn wir HelloFresh gerade für günstig bewertet halten und halten es auch aktuell noch in kleinerer Menge allerdings im Portfolio. Wir setzen mit dem Fonds auch stark auf die Gewinner von Cyber Security, glauben nicht zuletzt mit den ganzen Schlagzeilen, die man liest von weiteren Unternehmen, die wieder Opfer von Cyberattacken wurden, werden viele Unternehmen sich hier in den nächsten Jahren gezielt verstärken. Wir setzen aus dem Fonds auch auf die besten Neobanking-Unternehmen, sind beispielsweise schon früh bei Tinkoff, einer der führenden Smartphone-Banken weltweit dabei gewesen. Und wir setzen aus dem Fonds auch auf Digital Wallets, wie beispielsweise Voyager, was einem hilft, ganz viele verschiedene Cryptocurrencies zu kaufen und was unfassbare Wachstumsraten von über 1000% in den letzten Monaten im Vergleich zum Vorjahr zeigen konnte. Der Global Leaders Fonds ist im Vergleich zum Global Internet Leaders Fonds noch breiter aufgestellt. Das heißt, wir investieren aus dem Fonds auch in die Gewinner von Internettechnologie, investieren aber darüber hinaus auch noch breiter diversifiziert in andere Technologiegewinner. Wir haben beispielsweise frühzeitig ein Investment getätigt in NIO. Das ist so etwas wie das chinesische Tesla, was letztes Jahr ganz besonders hervorragend gelaufen ist und was wir auch nach vorne hinein für eine gute, zukunftsträchtige Aktie halten, weil einfach wir davon ausgehen, es wird auch aus China heraus ein, zwei große Gewinner geben bei Electric Vehicles. Wir setzen dann auch in dem Fonds beispielsweise auf den Trend der Robotik. Und das nicht zuletzt mit Intuitive Surgical, einem Unternehmen, dem es wirklich gelungen ist, einen Roboter zu entwickeln, der viele Operationen inzwischen besser durchführen kann, als es ein Arzt kann. Wir setzen auch auf die Gewinner der Chip-Technologie und haben an der Stelle einen guten Riecher gehabt, als wir schon vor 6 bis 9 Monaten unsere Allokation dort stark erhöht haben, beispielsweise in Nvidia, aber auch andere Aktien. Und jeder, der die Nachrichten verfolgt hat in den letzten Monaten, hat jetzt von der Chip-Shortage gehört, die dort aufgetreten ist. Und das ist letzten Endes etwas, worüber man natürlich mit dem Global Leaders Fonds profitieren kann und wo wir auch, ich sag mal, frühzeitig unsere Anleger haben teilhaben lassen. So, und nun kommen wir zu einem letzten spannenden Produkt, was wir gerade erst gelauncht haben, was aber schon einen ziemlich erfolgreichen Start hatte, kann man sagen. Und das ist der BIT Global Fintech Leaders. Wir gehen davon aus, dass die Finanzbranche ganz besonders anfällig ist für digitale Disruption. Letzten Endes werden dort ja keine physischen Güter verkauft, sondern es geht eigentlich immer nur um Informationen und Daten. Und insofern gehen wir davon aus, dass wirklich in den nächsten 10 bis 20 Jahren das Spielfeld, die Gewinne dort einmal komplett neu verteilt werden. Und wir haben beispielsweise jetzt in den letzten Jahren explosive Umsätze und Wachstum gesehen bei den Neobank-Plattformen, in Deutschland sicherlich gut bekannt, beispielsweise ein N26 oder in Europa auch vielen Nutzern noch ein Revolut bekannt. In Russland ist es beispielsweise ein Tinkoff, über das wir schon gesprochen haben. In den USA ist es nicht nur eben Robinhood als Trading-Plattform, die aber sicherlich auch in Zukunft nochmal als breitere Bank auftreten wird. Insgesamt kann man sagen, das ist eine Industrie, in der die Kundennutzen lange Zeit stark vernachlässigt wurden.
wo es wenigen gelungen ist, wirklich einerseits kostengünstig anzubieten und andererseits dann noch eine gute Usability zu haben. Und das ist letzten Endes das, was jetzt vielen Fintechs gewinnt. Deswegen sind wir dort besonders optimistisch und haben eben einen Fonds gelauncht, der ganz schwerpunktmäßig nur in Fintech-Unternehmen investiert, was letztlich auch gut zu uns passt. Ich habe als Unternehmer selber 5 Jahre einen hohen Fokus auf das Aufbauen von Fintech-Unternehmen gehabt. Aus Deutschland sind beispielsweise die Solaris Bank oder Clark hervorgekommen. Und diese Insights, die wir dabei erzielt haben, kommen jetzt natürlich wieder unseren Fonds und den Investments darunter zugute. Vor allen Dingen haben wir dann aber gesehen, dass Corona insgesamt das Wachstum von Fintechs nochmal massiv beschleunigt hat. Nicht zuletzt dadurch, dass man einfach über Monate vielleicht gar nicht zu seiner Filiale gehen konnte und dadurch auch, dass natürlich viele Verbraucher während der ersten Lockdown-Monate gar keine Möglichkeiten hatte, Geld auszugeben, kam es dazu, dass das Investieren in Aktienmärkte erfreulich geboomt hat. Dies haben wir frühzeitig gesehen und für unsere Anleger damals schon sehr aktiv in Online-Broker beispielsweise investiert. Wir haben letzten Endes, wo es schon möglich war, weil es börsennotierte Teilnehmer schon gab, in Neobanken investiert. Und wir haben eigentlich in ganz vielen Teilbereichen des Finanzsektors gesehen, nachdem es lange Zeit schon gegärt hat, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo Fintech wirklich seinen großen Durchbruchmoment hat. Und das dramatischste Wachstum haben wir tatsächlich gesehen bei Decentralized Finance. Das ist letzten Endes die Finanzierungstätigkeit basierend auf Smart Contracts, Geschäftsmodellen, die wiederum auf der Blockchain basieren. Und wenn man sich dort anguckt, in welchem Ausmaße die Nutzung gestiegen ist, dann ist es geradezu explodiert. Während noch vor einem Jahr etwa 1 Milliarde Dollar dort investiert oder angelegt wurden im Decentralized Finance Ökosystem, sind es inzwischen über 70 Milliarden. Ein Wachstum, wie man es nur ganz selten sieht. Und was uns darin bestärkt, wir sind mit diesem Fonds in wahrscheinlich aktuell dem spannendsten Subsektor des Internets positioniert. Der Global Fintech Leaders investiert in etwa 35 Unternehmen weltweit, können mal 30 sein, können mal 40 sein, aber in jedem Fall ist es ein diversifiziertes Portfolio. Es ist diversifiziert über die verschiedenen Anlagekategorien, über verschiedene Subsektoren des Fintechs wieder. Es ist aber auch regional diversifiziert, weil wir mit dem Fonds Anleger sowohl am Wachstum von chinesischen Fintech-Unternehmen teilhaben lassen, als auch amerikanischen, lateinamerikanischen, europäischen und russischen und dabei einfach uns aber vor allen Dingen nicht an einer speziellen Regionvorgabe orientieren, sondern wirklich für unsere Anleger immer auf der Suche danach sind, wo finden wir gerade das spannendste Wachstum, wo sind die unterbewerteten Unternehmen und wo erwarten wir entsprechend die besten Returns. Und wir sind insgesamt sehr positiv auf den Subsektor. Das Seeding des Fonds haben wir im Grunde genommen ausschließlich selber gestellt, durch BitCapital selber, durch mein Family Office, sind jetzt dort seit knapp einem Monat live mit dem Fonds. Das heißt, er ist für jeden Anleger über seine normale Bank investierbar und erfreuen uns, ich glaube, in etwa aktuell bereits den ersten 10-15% Rendite im ersten Monat, die wir dort einfahren können. Wenn man dazu noch mal einmal über eine Übersicht sehen will, dann können wir da einmal gerade reingehen, jeweils auch mit den WKNs, über die man diese Fonds beziehen kann. Und am Ende dessen würde ich mich dann freuen über viele spannende Fragen, um noch mal vertiefend mit Ihnen einzusteigen. Ich würde sagen, das können wir noch ein paar Sekunden stehen lassen und dann bin ich für Questions and Answers zu haben. Wunderbar, dann starten wir doch direkt in die Fragerunde. Und zwar
möchte ein Zuschauer gerne wissen, was genau denn Bit Capital bedeutet. Das steht eigentlich für zwei Sachen. Zum einen steht das Kürzel BET für Berlin Investment Technologie und damit vor allen Dingen dafür, dass wir selber sehr viel Technologie benutzen, sehr viel Software selber schreiben, um besser zu investieren. Das heißt, wir betrachten uns selber auch als ein Technologieunternehmen. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch eine kleine Anspielung auf das Bit, also die kleinste informationstechnologische Einheit zur Speicherung von Daten. Und ansonsten war uns noch wichtig, dass man es einfach leicht vor alle unsere Fonds stellen kann, dass man daran dann jeweils an dem BIT erkennen kann, dass quasi die von uns angebotene Qualität auch in einem Fonds vorhanden ist. Wunderbar. Nun lassen Sie uns über die Global Internet Leaders sprechen. Hier gibt es nämlich zwei Produkte. Was ist der Unterschied und sind Sie denn gleich bestückt? Ja, wir haben zwei Produkte. Einerseits für alle Anleger. Das ist unser UCITS-Fonds, der BIT Global Internet Leaders 30. Und dann gibt es noch einen anderen Fonds, der allerdings nur für professionelle Anleger zugelassen ist. Die sind in der Anlagestrategie eigentlich sehr ähnlich. Allerdings gibt es unterschiedliche regulatorische Grenzen, was wir in dem einen Fonds machen dürfen und was in dem anderen einfach zum Schutz des Kleinanlegers letzten Endes, so kann man sagen. Aber die Strategien als solche sind sich sehr ähnlich. Können Sie denn noch mal was zu den Fondskosten generell sagen und ob es ein Mindestinvestment und Abschlagskosten gibt? Genau, also bei unseren Fonds gibt es in der Regel kein Mindestinvestment. Das heißt, uns ist wichtig, dass zumindest sofern es regulatorisch erlaubt ist, das heißt in die UCITS-Fonds jeder investieren kann. Die einzige natürliche Grenze, die man sich da gerade vorstellen kann, ist, dass der Fonds jetzt, da er sich vervierfacht hat, nicht mal 100 Euro kostet wie zur Auflage, sondern etwa 400 müssen es aktuell sein. Und wenn der eigene Broker jetzt einem nicht anbietet, das zu splitten, dann läge wahrscheinlich die Anlagegrenze jetzt bei 400 Euro. Und dann haben wir verschiedene Anlageklassen in unseren Fonds. Das heißt, es gibt beispielsweise auch eine, wo wir gar keine Management-Fee nehmen, sondern nur eine Performance-Gebühr. Wenn man jedoch an unsere Performance glaubt, dann ist es typischerweise günstiger, in die Anlageklassen zu gehen, bei denen keine Performance-Fee anfällt. Und dann liegt man bei etwa, ich glaube, es müssten 1,7 oder 1,8% pro Jahr sein an der Stelle. Was sind denn die Vorteile eines aktiven Asset Managers wie Bit Capital? Ich denke, sie liegen natürlich gerade anhand der gezeigten Rendite von uns auf der Hand, dass, ich sag mal, passive Ansätze wie jetzt ein Investment in einen Nasdaq-Index in den letzten 2,5 Jahren vielleicht eine Rendite gebracht haben von möglicherweise, sagen wir etwa mal, selbst in diesen guten Jahren vielleicht etwa, es müsste gewesen sein, zwischen 40% und 80% wahrscheinlich in den letzten 2,5 Jahren, was schon mal so gut ist. Auf der anderen Seite haben wir es geschafft, eben durch unseren aktiven Ansatz immer jeweils bei den spannendsten Unternehmen dabei zu sein und haben dann beispielsweise im Global Internet Leaders es geschafft, etwa 300% Rendite im gleichen Zeitraum zu erzielen. Das heißt, typischerweise sagt man, in sehr dynamischen Märkten hat ein guter aktiver Manager einen Vorteil. In ganz besonders langweiligen Märkten kann es dann dagegen sein, dass ein günstiger ETF besser abschneidet. Wir glauben daran, dass das, was wir tun in unseren Technologiemärkten, einen großen Mehrwert bietet. Und es in diesen Märkten sich eben gutes aktives Management an der Stelle lohnt. Wir haben beispielsweise, als wir die Corona-Krise kommen sehen haben, im Februar 2020 einmal rechtzeitig unser ganzes Portfolio umgeschichtet auf die Technologiegewinner, die wir vorhergesehen haben für den Fall eines Lockdowns, was sich für unsere Anleger sehr ausgezeichnet hat, ausgezahlt hat. Und das ist eben etwas, was man mit einem passiven Ansatz, also an der Stelle einfach nur in ein Indiz oder in ein sehr passives Produkt, wenn man dort investiert ist, nicht bekommt.
Insofern glauben wir, in dynamischen Märkten lohnt sich ein guter aktiver Manager. Passiert denn das Umschichten auch aktuell? Immer wieder, ständig, weil das Spannende ist ja, dass in unserem Sektor passiert immer wieder was. Einzelne Unternehmen werden vielleicht auch einfach nur zu teuer, weil sie besonders gut gelaufen sind. Und es sind dann immer wieder die Momente, in denen wir an der Stelle Einzeltitel verkaufen und in neue Titel wieder investieren. Und das, ich sag mal, ist ein ständiger Prozess. Das heißt, jede Woche wird gekauft und verkauft, basierend auf Daten, basierend darauf, wo wir gerade spannende Opportunities sehen oder auch basierend darauf, was einfach so gut gelaufen ist, dass es für uns jetzt relativ gesehen zu anderen Möglichkeiten zu teuer ist. Warum sind Sie denn gerade jetzt in den Fintech-Bereich gegangen? Also wir sind ja schon vor einigen Monaten verstärkt in den Bereich gegangen und das lag letzten Endes daran, dass wir gesehen haben, dass das Nutzerverhalten einfach sich derart geändert hat, dass beispielsweise auf einmal ganz viele neue Investoren das erste Mal online Aktien gekauft haben bei Brokern, in die wir vorher dann oder in die wir dann investiert haben. Wir haben gesehen, dass, ich sag mal, zunehmend Smartphone-Banken auch Geschäftsmodelle haben, die sie wirklich profitabel machen können. Und wir haben letzten Endes einfach, ich sag mal, viele Daten uns angeguckt, die uns alle dorthin gewiesen haben, dass dieser große Wandel, den man schon vorausgesehen hat für die Bankenbranche, genau jetzt gerade in die spannendste Phase geht. Und das sind immer die Phasen, wo wir dann gerne frühzeitig dabei sind, gerade dann, wenn dieser ganze Wandel an der Stelle noch nicht so gut verstanden wird. Und das kann man einfach sagen, das wurde noch nicht gut verstanden von vielen anderen Investoren. Und das hat uns einfach ermöglicht, dort zu günstigen Bewertungen noch einzukaufen und dann diesen Wachstumsschub mitzunehmen. Was ist denn das nächste Thema, das Sie sich anschauen? Könnte es eventuell Krypto sein? Denn sehr viele Zuschauer fragen danach, ob es damit weitergehen wird bei Ihnen. Genau, also zum einen erfreulicherweise darf man sagen, ich sag mal, Fintech bleibt für uns eins der spannendsten Themen. Also ich sag mal, da ist ein kleiner Bruchteil des Potenzials erst ausgeschöpft und ein ganz naheliegender Bereich, der mit dem ja auch eng verwandt ist und ein Overlap hat, sind tatsächlich Kryptonetzwerke. Und mit Kryptonetzwerken meinen wir eben nicht nur, ich sag mal, eine Währung wie Bitcoin an der Stelle, sondern eben auch das, was alles mit Smart Contracts gerade passiert, sei es rund um die Ethereum-Blockchain oder um andere Smart Contract-Plattformen. Und wir halten das wirklich für eine der allerspannendsten Investmentmöglichkeiten, die technologieaffinen Investoren in den nächsten Jahren gegeben wird. Und da wir ja selber auch schon unser privates Vermögen in diese Technologien seit langem investieren, wäre es wahrscheinlich nicht allzu spekulativ geraten. Nicht zuletzt, da der Regulator es ja auch zunehmend ermöglicht, dass auch wir hier Bit Capital Investoren ermöglichen wollen, mit uns gemeinsam in diese Netzwerke zu investieren, und dafür gute Produkte auf den Markt zu bringen. Was ist denn gerade das Interessanteste in diesem Bereich? Das Spannendste im Kryptomarkt, sind eigentlich, ich sag mal, zwei Entwicklungen waren besonders spannend in den letzten 12 Monaten. Das war zum einen die ganze Entwicklung des Decentralized Finance Marktes, den wir schon kurz angesprochen haben. Und das heißt beispielsweise die Möglichkeit, dass ich mein Bitcoin, was ich habe, über ein Smart Contract quasi als Collateral nutzen kann, um damit wiederum mir Geld zu leihen, was dann automatisiert über einen Smart Contract abgebildet wird, kann sich das vorstellen wie so ein Lombardkredit, aber ein Lombardkredit, der komplett ohne Bank an der Stelle funktionieren kann, einfach nur rein softwarebasiert. Und das hat die Möglichkeit, Transaktionskosten radikal zu senken. Ist ein Bereich, der sehr viel Investment angezogen hat, in dem auch viel Geld verdient wurde in den letzten 12 Monaten. Und es war auch einer der Bereiche, wo wir außer, ich sag mal, dem reinen Geld, also quasi der Funktion von Bitcoin, eigentlich den wir als erstes vorher gesehen hatten. Insofern hat es uns sehr gefreut, dass das auch der erste Bereich war, der wirklich Traction bekommen hat. Und der zweite Bereich, der in den letzten Monaten dort sehr spannend wurde,
sind NFTs, das sind Non-Fungible Tokens, das sind beispielsweise, oder das ist letzten Endes die technologische Möglichkeit, digitale Kunstwerke oder auch einfach digital einmalige Objekte, wie beispielsweise Eintrittskarten, zu erstellen. Und das hat einen regelrechten Boom erlebt, der war dann zum Höhepunkt, ich sag mal, wurden Kunstwerke bei Christie's versteigert, die rein digital waren, zum Wert von über 60 Millionen. Wir glauben, dass, wie so oft, wenn etwas Spannendes passiert, sich erstmal auch kleinere Bubbles oder auch manchmal größere Bubbles drum formen, dass aber die unterliegenden Technologien eigentlich sehr spannend sind und dass es deswegen einfach darauf ankommt, innerhalb dieser, ich sag mal, Flut an Investmentmöglichkeiten, die sich daraus ergibt, die spannenden zu finden und sich dort eben einfach nicht vom Hype blenden zu lassen, sondern eben auch dort, ich sag mal, eine gewisse Preissensibilität zu haben. Wo investiert man nicht? Ich sag mal, um das nochmal auf den Punkt zu kommen, die spannendsten Entwicklungen in Kryptonetzwerken zuletzt, Decentralized Finance, großem Abstand, dahinter NFTs. Und dann geht es als nächstes darum, die ganze Infrastruktur für die neue Kryptowirtschaft der Zukunft zu erfinden. Und das passiert gerade. Und immer wenn diese großen technologischen Entwicklungen gerade erst beginnen, sind die spannenden Zeitpunkte, wenn man außergewöhnlich hohe Returns machen kann. Und die nächsten 5 Jahre halten wir hier für ganz besonders spannend. Wunderbar. Nun kommen einige geografische Fragen. Und zwar, warum notieren chinesische Aktien generell niedriger als US-Tech-Werte? Ist das durch die Regierung gesteuert oder können diese Werte auch noch nach oben wachsen? Ja, erstmal richtig ist die Beobachtung, dass man derzeit günstige Aktien von chinesischen Unternehmen kaufen kann. Ich denke, das hat mehrere Gründe. Vor allen Dingen ist es aber auch ein Problem des Vertrauens an der Stelle. Und das war auch manchmal nicht zu Unrecht. Das Problem bei vielen chinesischen Unternehmen in der Vergangenheit war, dass man nicht allen dieser Unternehmen wirklich auch komplett trauen konnte. Es gab einige Accounting-Skandale, es gab andere Skandale. Das heißt, die Transparenz im dortigen Finanzmarkt ist einfach nicht so groß wie jetzt vielleicht auf dem amerikanischen oder deutschen. Und das führt natürlich dazu, dass viele Anleger sich dort auch schon mal die Finger verbrannt haben. Und aus unserer Sicht ist es eben genau einer der Gründe, warum wir sagen, wir wollen in den chinesischen Markt auf jeden Fall investieren, weil er hat ein riesiges Potenzial. Suchen dort aber einfach doppelt so gründlich aus, wo investieren wir. Und das nicht zuletzt auch mit der Hilfe einer chinesischen Kollegin, die wirklich vor Ort ist, mit den Unternehmen spricht, viele Insights mitbringt, weil sie vorher selber in der Internetbranche war. Und insofern, glaube ich, sind wir dort ziemlich gut aufgestellt. Und es gibt viele Chancen dort, nicht zuletzt aufgrund der angesprochenen günstigen Bewertung. Man muss aber auch doppelt aufpassen, weil manchmal sind diese günstigen Bewertungen dann eben nicht attraktiv, nämlich immer, wenn man auf die falschen Unternehmen an der Stelle setzt. Den Discount gibt es übrigens nicht nur in China, sondern auch in anderen Märkten, wo es gewisse geopolitische Risiken gibt, wie sei es jetzt in Russland, sei es aber auch in manchen anderen Schwellenländern. Und wir finden es sinnvoll für unsere Investoren, wenn die Gelegenheiten günstig sind, in diesen Regionen zu investieren. Und das natürlich immer mit einem diversifizierten Ansatz, wo wir breit für unsere Anleger diese Exposure mitnehmen können und glauben, das wird sich noch sehr auszahlen, dass wir eben nicht sagen, wir investieren jetzt nur in die entwickelten Märkte. Gerade die Schwellenländer haben manchmal die spannendsten Wachstumspotenziale. Herr Becker, als Zuschauer möchten gerne wissen, welche Regionen Sie sich gerade genauer anschauen und wo Sie spannende Märkte sehen. Also tatsächlich haben wir gerade unsere Position in China aufgestockt. Südostasien ist seit langem für uns interessant. Gerade in Südamerika, insbesondere Brasilien, gibt es aber auch viele spannende Fintech-Geschäftsmodelle. Und da muss man sagen, ist es letzten Endes auch etwas, wir schauen uns typischerweise immer eher Geschäftsmodelle an und diese dann aber weltweit, als dass wir jetzt sagen, okay, wir nehmen uns als nächstes mal den
afrikanischen Markt vor oder den südamerikanischen oder den eben den chinesischen. Wir gehen typischerweise eher so vor, dass wir uns einzelne Geschäftsmodelle in der Tiefe anschauen und dies dann aber weltweit tun. Dann springen wir doch zurück zum Thema Krypto. Wie stark ist denn Ihrer Meinung nach die Entwicklungen im Fintech abhängig von den Entwicklungen im Krypto? Aktuell noch nicht so stark abhängig. Man könnte es vielleicht eher andersherum sehen, weil aktuell muss man ja sagen, es gibt ja derzeit erst eine kleinere Auswahl von spannenden börsennotierten Kryptounternehmen. Wir glauben aber, in den nächsten 12 Monaten werden wahrscheinlich viele spannende Kryptounternehmen an die Börsen kommen. Und insofern, das entwickelt sich gerade erst der Bereich. Und ich sag mal, im Fintech-Markt wiederum gibt es sehr, sehr viele spannende Anwendungen schon. Teilweise vermischt es sich gerade. Teilweise sehen wir, dass ganz viele Neobanken, die erstmal als klassische Banken gestartet sind, jetzt aber auch am Kryptomarkt teilhaben wollen. Und typischerweise zuerst, indem sie ihren Nutzern mal überhaupt die Möglichkeit geben, dort Kryptos selber auf der eigenen Plattform zu kaufen und zu verwahren. Wie beurteilen Sie denn die gegenwärtige ablaufende Sektorrotation von Growth-Titeln hin zu Value-Titeln? Die Bitfonds sind ja verstärkt in die Growth-Titel investiert. Ja, muss dazu sagen, das war ja eigentlich schon, ich sag mal, vor allen Dingen ein Thema. Es kam ganz stark auf im Februar, auch infolge letzten Endes der, ich sag mal, der Zinsänderungen, die es dann gab. Es war dann auch in den nachfolgenden Wochen und im April noch ein Thema. Wir haben uns an der Stelle und ich sag mal, dann gab es eine massive Entwicklung in den Märkten eben zu zyklischen Titeln, weg von Growth-Titeln. Wir haben uns ja an der Stelle auch, ich sag mal, sehr klar positioniert. Ich habe eine Video, Botschaft dort an unsere Anleger geschickt, dass wir das für ziemlich überzogen halten, was dort in den Märkten passiert ist. Letztlich kann man sagen, unsere Unternehmen haben operativ weiterhin hervorragende Zahlen geliefert. Also ich sag mal wirklich durch die Bank, alle unsere großen Positionen haben operativ viel besser geliefert als von Analysten oder den Unternehmen selber erwartet und waren hinterher deutlich günstiger zu kaufen. Und ich sag mal, bis zum gewissen Grad kann man das verstehen und so eine Sektorrotation kommt eigentlich fast, ich sag mal, kam sicherlich seit Auflage des Fonds jetzt zum dritten Mal vor. Typischerweise, wenn sie aber nicht von Substanz unterfüttert ist, wenn also nicht die Unternehmen wirklich schlechte Zahlen in Zukunft vor sich haben, dann löst sich das schnell auf. Und darauf haben wir auch hingewiesen, dass wir glauben eigentlich, dass es nicht gerechtfertigt ist. Und was passiert ist danach? Ich glaube, seit wir die Nachricht veröffentlicht haben, ist es etwa 15 bis 25%, je nach Fonds, wahrscheinlich auch wieder hochgegangen sein. Wir haben es auch damit kombiniert, gesagt haben, wir schicken diese Nachricht raus, sagen aber auch gleichzeitig, wir halten es wirklich für uns für einen guten Zeitpunkt zum Nachinvestieren, haben das auch gemacht, sowohl mit BitCapital als auch wir privat. Und insofern, wir gehen davon aus, aktuell sind für alle mittel- und langfristigen Anleger, und ich denke, nur so sollte man in diese Anlageklasse investieren, günstige Einstiegszeitpunkte. Und wir haben es genutzt und haben uns entsprechend positioniert und es so kommuniziert. Und wir glauben, wer jetzt investiert und ein paar Jahre Anlagehorizont hat, der wird sich auf jeden Fall auf sehr gute Ergebnisse an der Stelle freuen können. Sektorrotation wird es immer mal wieder geben, aber solange wir nicht davon überzeugt sind, dass eigentlich das digitale und technologisch bedingte Wachstum selber verschwindet, und daran glauben wir aktuell definitiv nicht, sagen wir, ich glaube, diese Sektorrotation sind gute Gelegenheiten, häufig an der Stelle dann nochmal nachzukaufen. Und wer das gemacht hat, der wurde jetzt auch schon belohnt. Dabei könnten Sie denn noch was zu Social Tokens sagen? Die sind ja gerade relativ intensiv im Gespräch. Glauben Sie denn, dass das der nächste Hype wird? Social Tokens. Genau. Social Tokens in welchem Sinne? Wie ein BitCloud beispielsweise? Oder da sollten wir noch einmal nachfragen, was genauer damit gemeint ist an der Stelle. Es wurde nur als Social Tokens beschrieben.
Gerade kommt auch keine genauere Rückmeldung von dem Zuschauer. Also dann nehmen wir einfach mal an, dass es dort eine Nachfrage ist, ob quasi, ich sag mal, so Themen wie beispielsweise BitCloud ein Potenzial vor sich haben. Und dazu sagen wir, wir finden es spannend, schauen uns das gerade näher an und sehen zumindest ein Potenzial, was allerdings jetzt noch nicht, ich sag mal, derartig verifiziert ist, wie es beispielsweise Decentralized Finance an der Stelle ist. Aber es ist, ich sag mal, durchaus eins der Themen, wo man sagen kann, wir glauben, dass mittelfristig zumindest auch soziale Netzwerke Blockchain-basiert Disruption erfahren werden. Und ist wahrscheinlich eine Frage der Zeit, bis die ersten wirklich spannenden Geschäftsmodelle dort entstehen. Und es könnte so sein, dass es jetzt schon im Start ist. Und insofern, es wäre jetzt noch zu früh, dort eine definitive Antwort drauf zu geben, aber es ist auf jeden Fall einer der spannenderen Bereiche der Blockchain. Bleiben wir doch gerade bei Krypto. Ist denn Krypto auch in den Fonds enthalten? Aktuell nicht. Wir haben ja keine Kryptofonds an der Stelle lanciert jetzt. Wir sind aber gerade im Prozess und im Gespräch mit Regulatoren, dies an der Stelle zu ändern. Teilweise erfährt man aber natürlich etwas Krypto-Exposure an der Stelle, wenn man beispielsweise in Broker investiert, die ihren Anlegern wieder ermöglichen, in Krypto zu investieren, wie es beispielsweise jetzt vielleicht ein Voyager an der Stelle schon macht oder auch ein Coinbase. Die sind dann allerdings nicht, ist eine direkte, sondern an der Stelle dann eine indirekte Exposure in die Kryptowirtschaft. Gut, was halten Sie denn von BYD? Ich hoffe, ich sage das richtig. BYD, da Sie NIO schon angesprochen hatten, und könnten Sie auch noch etwas zu Tesla sagen, bitte? Ja, wir finden an der Stelle NIO als, ich sag mal, Chinese Pure Play auf EVs derzeit am spannendsten. Hatten uns auch Li Auto noch angeschaut, fanden die auch interessant. Ein BYD haben wir nicht investiert. Ein Tesla kann man sagen, haben wir früher mal in größerem Stile investiert. Das war noch bevor dem großen Run-up, fanden es dann einfach lange Zeit, ich sag mal, im Wesentlichen zu teuer, zumindest zu teuer, um eine große Position daran zu halten, gemessen an den Wachstumspotenzialen. Insofern ist es eher eines dieser Unternehmen, die wir eigentlich für gut halten, wo wir aber derzeit keine große Position zumindest halten würden, bis wir die Bewertung relativ gesehen zum Wachstumspotenzial wieder spannend finden. Bei Tesla kann man sicherlich sagen, das eine ist das Spannende, das Automobilgeschäft, und dann die andere Wachstumsfantasie kommt natürlich noch aus dem Energiegeschäft, was wir auch durchaus interessant finden. Aber aktuell, ich sag mal, finden wir es einfach im Vergleich zu anderen Investment Opportunities, die wir haben, als zu teuer bewertet. Wird es denn in der Zukunft noch Biotech-Fonds geben? Nicht in naher Zukunft von uns. Da würde ich sagen, sind derzeit einfach unsere Kapazitäten begrenzt. Wir mögen es fokussiert zu sein. Und insofern, es gibt noch so viele Opportunities, die ganz nah dran sind an dem, was wir machen. Und insofern in der nahen Zukunft erstmal nicht. Wunderbar. Dann geben Sie mir bitte einen kleinen Moment. Nun möchte ein Zuschauer wissen, wie Ihr Team denn die besten Aktien findet. Das ist letzten Endes ja das, ich sag mal, das Kerngeschäft dessen, was uns eigentlich jeden Tag treibt. Und typischerweise finden wir die Unternehmen, in die wir investieren, aufgrund einer thematischen Research. Das heißt, wir schauen uns dann beispielsweise alle Online-Broker an. Oder aber wir finden es, weil eine unserer Daten- und Algorithmenanalysen gerade ausschlägt und uns
darauf hinweist, wohin wir gerade mal schauen müssten. Und dann unser Fundamentalteam diese Signale analysiert. Häufig kommt es aber auch dazu, dass wir einfach im Gespräch mit anderen Investoren und Marktexperten auf neue Opportunities gestoßen werden. Und ja, letzten Endes ist genau das eben einfach unsere Fulltime-Beschäftigung weltweit, gerade nach den spannendsten Opportunitäten zu suchen. Und das ist auch das, was letzten Endes, ich sag mal, für mich eigentlich einen großen Teil meiner Arbeit und auch des Reizes davon ausmacht. Gut, dann kommen wir doch auch zur letzten Frage des heutigen Abends. Was erwarten Sie denn noch von den Märkten in diesem Jahr 2021? Ich sag mal so, ich glaube, ich bin grundsätzlich, ich sag mal, für die Technologiemärkte recht positiv gestimmt, wenn wir mal von hier ausgehend drauf gucken, weil wir, wie gesagt, die Korrektur insbesondere bei den wachstumsstarken Werten für übertrieben halten weiterhin. Wir gehen zudem davon aus, dass das Zinsniveau generell eher niedrig bleiben wird. Und wenn man sich dann einfach vergleicht, sag mal, wie viel Geld kann man jetzt irgendwie festverzinslich bekommen versus vielleicht, ich sag mal, das typische KGV einer Aktie, dann ist einfach der Renditeabstand zu hoch. Das heißt, derzeit verdient eine Aktie intrinsisch weiter viel mehr Geld und wir glauben, dass sich diese Renditen weiterhin etwas annähern müssen. Und das ist erstmal gut für den Aktienmarkt. Wenn wir auf unsere eigenen Fonds gucken, dann sind wir noch optimistischer, weil wir einfach stark dran glauben, dass wir das Potenzial haben, die Märkte einfach langfristig systematisch outzuperformen, indem wir eben es schaffen, einfach wieder viele Unternehmen zu identifizieren, die sich in den nächsten Jahren vervielfachen. Und das ist uns in der Vergangenheit gut gelungen und wir haben eine hohe Konfidenz, dass uns das auch in den nächsten, dass uns das auch in den nächsten Jahren gelingen wird. Und insofern, ja, ich sag mal, ich denke, ich gehe davon aus, das wahrscheinlichste Szenario ist, dass ich sag mal, auf unsere Fonds jetzt gesprochen, dass wir am Jahresende einen zweistelligen Prozentsatz höher stehen als jetzt. Ganz genau kann man es eben auf diese kurzfristigen Zeithorizonte nie beziffern, aber wir selber haben uns zumindest, ich sag mal, an der Stelle entsprechend positioniert. Dann neigt sich unser Seminar an diesem Montagabend nun dem Ende entgegen. Wir können an dieser Stelle leider nicht mehr alle Fragen beantworten. Ich bitte Sie um Verständnis dafür, liebe Zuschauer. Aber der Vortrag von Herrn Beckers war wirklich sehr lehrreich. Und ich danke Ihnen, dass ich Sie so mit Fragen durchlöchern durfte. Gerne. Sehr ein spannendes Thema. Das stimmt. Bevor wir noch zu einem kleinen abschließenden Fazit kommen, möchte ich Sie, liebe Seminarteilnehmer, noch darauf hinweisen, dass dieses Seminar aufgezeichnet wurde. Einen Mitschnittartikel sollten Sie noch im Laufe des Abends auf der Startseite von Finanzen.net finden. Außerdem erhalten Sie den Link zur Aufzeichnung per E-Mail sowie alle Kontaktdaten, damit Sie bei weiteren Nachfragen auf Jan Beckers und Bit Capital zugehen können. Genau, Herr Beckers. Was möchten Sie unseren Zuschauern noch mit in den Abend geben? Wie fällt Ihr Fazit aus? Ich will an der Stelle einfach nur noch einmal wiederholen, was wir gesagt haben. Wir halten es aktuell für eine gute Einstiegsgelegenheit, in Technologie zu investieren. Haben das selber auch gemacht in den letzten Wochen. Werden selber auch in den nächsten Wochen noch weiter nachlegen, was unsere eigenen Fonds angeht. Ist natürlich wichtig, dass man dabei irgendwie einen mittel- bis langfristigen Horizont hat, weil kurzfristig die Märkte weiterhin volatil sein können. Langfristig zählt es aber einfach nur, ich sag mal, zu sinnvollen und guten Kursen und wir halten sie gerade für eher ziemlich gut und eher recht günstig, in gute Unternehmen investiert zu sein. Und da darf man auch in Zukunft auf uns zählen, dass wir weiterhin die Gewinner auswählen. Und ja, insofern freuen wir uns, dass viele von Ihnen schon bei uns investiert haben, fühlen uns geehrt, sehen das als Verpflichtung an, auch in Zukunft weitere gute Returns zu erzielen und sind zuversichtlich, dass uns das weiterhin gelingt. In diesem Sinne, schönen Abend und viel Spaß beim Investieren. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Ich bedanke mich sehr für Ihre Zeit. Mir hat es viel Spaß gemacht. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend. Vielleicht haben wir bald mal wieder das Vergnügen miteinander. Dankeschön auch. Tschüss.
Und auch bei Ihnen, liebe Zuschauer, bedanke ich mich ganz herzlich für Ihr Interesse und Ihre Teilnahme an der heutigen Live-Veranstaltung. Ich verabschiede mich und wünsche Ihnen einen angenehmen Abend und viel Erfolg bei Ihren künftigen Investments. Ciao, machen Sie es gut und bleiben Sie gesund.